So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Retro Pokémon Trading Card Game. Hier auf Zeraki MP, mein Name Fortuna 1895 und das hier ist Part Nummer 3. Wir sind in dieser Challenge Hall gerade, wo wir stehen geblieben sind im letzten Part. Bei dem ich mich ja sehr darüber geärgert habe, dass, wie war das mit den Stein-Pokémon, ne? Dass Stein hier als Kampfeugen aufgefasst wird und deshalb wir mit unserem Wasserdeck hier im Steinclub nicht gut zurechtkamen, sagen wir es mal so. Dann machen wir ausnahmsweise mal den Feuerclub, anstatt da dieses, wie ist der Raum jetzt? Ich hab den Namen schon vergessen. Hier anstatt zur Challenge Hall zu gehen, denn ich denke mal, da wird es recht anspruchsvoll. Und ich würde vorschlagen, wir gehen hier einfach mal rein und besiegen einfach mal ein paar Leute. Tom, dies ist der Feuerclub, wo sich Jungen mit einer brennenden Leidenschaft für Pokémon-Sammelkarten zu heißen Duellen treffen. Teile deinen vorherigen Spaß mit uns. Möchtest du mit Tom antreten? Aber so selbstverständlich. Vier Preise. Feuerclub-Mitglied Tom mit dem Ärger-Deck. So, mal schauen, ob wir im Duell 2 erfolgreicher sind als im Duell 1. Das wäre recht klar verloren haben. Mit wem fangen wir an? Mauzi? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Mal gucken, Mauzi braucht 2. Kleinstein auch. Wer hat jetzt mehr Leben gehabt? Der hat 50 KP. Der hat 50 KP, komm, Kleinstein. Das ist doch schon wieder... Ab auf die Bank. Oh. Unsere 4 Preise, die es zu gewinnen gibt. Und ich hoffe mal, dass ich anfangen darf. No. Ach, Mann. So, was macht Tom? Tauros, ja, direkt mal kein Feuer-Pokémon. Das ist ja schon wieder so typisch. Wir sind dran. Heben eine Karte ab und wir bekommen Abra. Warum auch was wir brauchen könnten, ne? Jetzt gerade echt nicht angreifen. Na gut, okay. Dann halt im nächsten Zug, liebe Freunde. Mal schauen, was Tom macht. Mit Tauros wahrscheinlich jetzt irgendwas angreifen. Stampfer 20 plus. Wirf eine Münze bei Kopf, fügt dieser Angriff 20 Schadenspunkte plus 10 weitere zu. Bei Zahlen nur 20. Bitte, bitte, bitte. Ja! Sind wir schon direkt nächste Runde tot. Das nervt mich doch jetzt schon wieder, ey. Nockschaden. Hier, was kann der? Boxschlag und Spezialschlag. Ab auf die Bank mit dir. Ja, dann kriegt der mal hier so eine Psychoenergie, damit er wenigstens mal angreifen kann, ne? Hier, so Steinhagel. Wie viel bräuchten wir? 360. Ja, das werden wir wohl nicht schaffen. Bis Zahl erscheint, haben wir 10 Schaden. Was machen wir jetzt? Null? Wir machen echt null. Dieses Spiel hasst mich echt. Ich hab echt... Boah. Das ist ja echt frustrierend. Stampfer 20 plus. Wahrscheinlich macht er jetzt wieder 30. Ja! Ist doch echt frustrierend. Das ist doch echt frustrierend. Nockschan. Beweg dein Arsch. So, kriegst einen Kampf und dann machst du diesem erstmal da so richtig auf die Hörner, weißt du? Schwäche, wir haben Schaden gemacht, Leute. Wer sticht denn das? So. Mal gucken, was der jetzt macht, weil jetzt sind wir ja gerade mal deutlich besser. Jetzt hat er wahrscheinlich schon eine dritte Attacke. Plus Power macht mehr Damage, das weiß ich. Randale, 20 plus, fügt 20 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte für jede Schadensmarke. Also haben wir schon mal 40 dazu, das sind schon mal 60. Weil Zales Tauros jetzt verwirrt. Und wenn wir 60, dann... 30, der besiegt uns. Der macht genau 70 Schaden. Witz. Das ist so echt ein Witz.
Ja, ich habe ja nicht viel Wahl. Mauzi, deine Runde. Ja, verlieren diesen Kampf schon wieder. Wasserenergie. Was macht er hier? Braucht er auch zwei für noch, ne? Der braucht Psycho. Haben wir gerade noch nicht mal mehr auf der Hand. Jetzt mal aber ein, da müssen wir mal Bill einsetzen. Wir brauchen jetzt mal Karten. Am besten hier, wie heißt die Weiterentwicklung? Sosnowski ist noch. Das ist eine Billy-Card, richtig. Aber Lapras ziehen wir. Hat jetzt was genau? Wasser, 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 Wasser. Sag mal auf die Bank. Und wir gehen auf Lapras. Für Karten haben wir noch zwei. Der ist ja gerade verwirrt, ne? Der Rückzug kostet eine Energiekarte. Fukano auf die Bank. Doppelte farblose Energie an Tauros. Wir setzen mal. Überprüfe Konfusion. Zahl verletzt er sich selbst. Der verletzt sich selbst. Gut, das ist dann der erste Torpedo. Das gefällt mir sehr gut. Wir nehmen einen Preis. Hoffentlich was Gutes. Turptok. Bringt uns leider nur gerade mal so voll nichts. Und der setzt das Tauros ein, was diese doppelten Schadensmarken bekommen hat, wer sich gewundert hat, wo das hin ist. Ich muss mal kurz gucken. Kann der jetzt schon? Der kann schon Randale. Muss schon mal denken. Muss ich nochmal meinen Spielbereich angucken. Konfusstrahl 10 plus 10 für jede Wasser, die nicht zu den Energiekosten jetzt zählen. Okay, Konfusstrahl bei Kopf ist der verwirrt. Lapras kriegt erstmal Wasserenergie. Und dann setzen wir tatsächlich Tausch ein. Wir gehen das Risiko. Jetzt ist die Frage, machen wir den Konfusstrahl oder ziehen wir den 20 ab? Wir versuchen ihn erstmal zu verwirren. Weil der macht uns ja recht viel Damage. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht gelingen. Bei Kopf ist der Gegner verwirrt, wir haben Zahl geworfen, das heißt, er ist nicht verwirrt. Das heißt, der macht gleich 30 Schaden. Okay. Dann am besten noch Wasser geben, dann machen wir nämlich auch schon mal wieder 30. Plus Power, das heißt, der macht schon mal 40. Plus 10, Vielleicht verwirrt er sich auch selbst. Das tut er. Aber er macht nochmal ordentlich Damage, nämlich 40 Schadenspunkte. Hälfte. Jetzt haben wir aber eigentlich recht gute Karten gerade. Wir haben Nebula gezogen. Wir haben, glaube ich, auf der Bank kann man noch was sitzen, ne? Ja. Dann machen wir mal 30 Schaden. Und hoffen, dass er sich dann selbst hier wieder ritzt, hier das Tauros. Emo Tauros. Wie ist der Vogel? Dodri, na ja. Tom denkt nach. Dodu. Na, Dodri war die Weiterentwicklung. Richtig, die gab es ja mit drei Köpfen noch. Er sitzt Dodu auf die Bank. Energiezugewinnung macht was? Tausche eine Karte aus deiner Hand gegen bis zu zwei Basisenergiekarten von einem Ablagestapel. In dem Feuer und Kampf. Und Fukado kriegt Feuer. Und entwickelt sich zu Akami. Tauros ist dann allein. Bitte, bitte, treff dich selbst. Das wäre sonst ziemlich ärgerlich hier. Ja! Das ist super. Das ist tatsächlich echt gut, weil das ist der Tod für ihn. Und wir machen momentan 30 mit Alpha-Knarre. Wir kriegen Kleinstein, das heißt Steinhagel. Und Akani hat, wenn der 60 hat, kriegen wir ihn besiegt. 30, 70. Okay, Shigi hat doch auch Panzer. Ah, okay, das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Aber wir setzen mal auf die Bank. Müssen wir aber prüfen, meinen Spielbereich. Na, aber kriegt nix. Kriegt Mauzi was? Mauzi hat am meisten Schadenspunkte hier noch, ne? Also KP. Dann kriegt Mauzi mal so eine Kampf hier. Und wir setzen Aquaknarre rein. Und machen damit durch sehr effektiv 60 Schadenspunkte. Da fehlen echt genau 10. Das ist natürlich wieder ärgerlich, weil ich habe die Befürchtung, der macht jetzt mal so 40, 50 Schaden. Gut, über 40 plus lege 2 Energiekarten auf Akani zum Einsetzen dieses Angriffs. Also dieser Angriff kriegt 40 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte für jede Schadensmarke auf Akani. Also nochmal 70, ach, so viel. 100 Schadenspunkte. Das ist eine harte Attacke.
Dass die aber auch so viel Glück haben mit dem Entwickeln hier, die Gegner, ne? Ja, und das haben Mords hier. Und ich hoffe, ich ziehe eine Energiekarte. Kadabra. Ja, das bringt mir aber leider gar nichts, jetzt zu entwickeln hier, aber... Wir können nicht angreifen. Das ist gerade wieder mal so eine ganz schön dämliche Ausgangslage. Weil der macht nämlich wieder 100 Schaden. Keine Puppenpower und er macht wieder hier seinen Handgriff. Oh Mann. Ah! Er hat nicht, er musste ja Feuer ablegen für den Angriff. Richtig! Und der hat ja nur zwei drauf gehabt. Das bringt uns hier alles nichts weiter. Er hat immer noch nicht genug drauf. Oder kann der mit einem schon was machen? Ich weiß es nicht. Tauros auf die Bank. Feuerenergie Nakani, aber was kann? Ruckzucki. Schadensüberprüfung bei Klopf macht er 30. Er macht 30 Schaden. Das sieht jetzt wieder schlecht für uns aus, wenn wir jetzt nicht. Wir ziehen Psycho-Energie. Ja, ich muss jetzt Risiko gehen, auch wenn das gerade dämlich ist, weil wir Psycho für die anderen brauchen, aber. Ach, er macht ja noch zufällig. Ja gut, dann ist der Kampf natürlich verloren, wenn er jetzt. Ja, er ist verloren. Wobei, wenn er. Okay, er hat kein Feuer drauf getan. Wenn er jetzt Zahl macht. Macht aber nicht. Der Kampf ist vorbei. Tja. Tom nimmt einen Preis. Hat einen Preis gewonnen. Und Überraschung, Überraschung, er hat alle Preise gewonnen. Sehr frustrierend. Zwei Spiele, zwei Serien lang. Ich glaube, wir nehmen mal einen anderen Kollegen. Ja, ich spiele jetzt mal gegen Kevin. Kevin! Viel Preise. Flammenwerferdeck. Jetzt war so Shiggy, Shillock und Turtok von Anfang auf der Hand. Ich bete, falls man das nicht gerade gehört hat. Okay, wir haben aber zumindest haben wir mehr als einen Psycho. Wir haben echt nur eine Psycho. Naja, bringt uns nichts. Wir müssen ja was spielen. Aber Fresser gegen Geist schon wieder sehr effektiv, ne? Das ist schon wieder frustrierend. Der hat aber gar nichts auf der Hand. Der hat nichts auf der Bank liegen. Okay. Ich darf anfangen. Ist für mich immer ein Vorteil in meinen Augen. Kampfenergie. Brauchte. Ach so, gerade erst passiert heißt das hier jetzt, ja. Wenn wir das Ding jetzt direkt einschläfern. Das muss jetzt auch mal funktionieren. Oh. Ärgerlich. Weil jetzt macht er wahrscheinlich gleich 30 Schaden mit Flammenwurf, was der mit einem Feuer dann wahrscheinlich kann. Ah, er muss Karten ziehen, der hat keine Basis-Pokémon. Ja, da ist eins. Schade. Feuer an Glumanda, ja, setzt nicht sehr auf Woodpix, wenn ich das richtig verstehe. Nokshan war eben schon gut dran, ne? Kann Apollo überhaupt mit einem? Ja, ich kann Hypnose. So. So, und dann hypnotisieren wir mal. Da muss man wenigstens nicht werfen. Überprüfung Schlaf. Heißt was? Schläft. Gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Kann er jetzt tauschen? Ich glaube, ja, mit einer Tauschkarte, ne? Du kriegst durch dir Feuer und der Zug wird beendet. So, jetzt musst du mal Psycho ziehen. So eine Psycho-Energiekarte. Er bleibt weiterhin im Schlaf. Und? Jurob Wasser. Das ist ja gerade gar nichts. Wir setzen mal wieder nur so ein, damit der bloß weiterschläft. Ich weiß, das deckt sich nicht, aber das wäre auch, glaube ich, das Guten zu viel. Ja, und dann wacht er wieder auf.
Arg. Kevin zieht zwei Karten. Gut, wenigstens habe ich hier noch, ist hier noch nicht so viel passiert. Evoli auf die Wand. Feuer an Vulpix, der kann angreifen, nehme ich an. Konfu-Strahl. Okay. Oh, Gott sei Dank. Da können wir gleich wieder einschläfern. Das gefällt mir. Aber er macht Damage mit Konfu-Strahl. Macht Sinn, ich habe Mauzi gezogen. Schlaf, du Sau. Und schon schläft er. Und wahrscheinlich... Oh, gut. Ich habe nichts gesagt. Das wäre wieder so typisch gewesen, wenn er jetzt wach geworden wäre. Noch eine Feuerenergie. Ja, noch ein Vulpix hat er gezogen. Evoli bekommt Feuer. Und er beendet den Zug. Was soll er auch machen? Jetzt wacht er wahrscheinlich... Wenn er jetzt aufwacht, wäre er okay. Tut aber nicht. Dann wacht er wieder nach meinem Zug auf. Dass mein Angriff eh nichts bringt. Jetzt aber Psycho. Kampf auch okay. Aber nicht für ihn, ne? Nee. Aber für Nocturn. Ja, machen wir Rückzug, ne? Und dann machen wir mal einen Boxschlag. Zack, zack. 20 Schaden. Bitte schlaf weiter. Und er schläft weiter. Und jetzt müssen wir nur irgendeine Energiekarte ziehen. Das ist ganz egal welche jetzt. Vorher ein Mann, wobei der zieht nur Energiekarten. Wenn er jetzt weiter schläft. Nein, er wacht natürlich auf. Wir müssen Energiekarte ziehen, sonst kommt Vulpix zum Angriff. Das wäre zu vermeiden. Aufgrund Schadenspunkte. Das ist zu vermeiden. Jetzt ist die Frage. Ey, wagen wir das? Jetzt ein Jurob auf der Bank, aber... Ja, klar wagen wir das. Natürlich wagen wir das. Spezialschlag 40, Nockschaden setzt hinein und... Tada! 40 Schadenspunkte, Vulpix ist kampfunfähig. 1-0 für mich. Und wir ziehen Wasserenergie. Und er setzt Lumanda ein. Lumanda hat jetzt schon 2 Feuer von ihm bekommen? Ja. 3 Feuer. Dann kann er... Okay, er hat, wie heißt die Weiterentwicklung, Glumanda? Am Ende kam Glurok. Glumanda. Ach, ich sehe ihn vor mir. Naja, werden wir ja gleich wahrscheinlich sehen. Ja, jetzt, warum hat er denn nicht Glut eigentlich? Weil das ein Feuer abzieht. Ich verstehe. Wir geben bei Jurob das Wasser und setzen wieder Spezialschlag ein. Ziehen 40 ab, es bleiben 10 übrig. Und wahrscheinlich erleben wir jetzt die Entwicklung. Nee, er entwickelt Evoli zu Flamara. Doppelt farblos an Flamara. Interessant, er setzt auch wieder nur Kratzer ein. Obwohl er nächste Runde mit dem Monster nicht weiterkämpfen kann. Also das hätte ich jetzt nicht gemacht. Vielleicht hat das einen tieferen Sinn, aber ich sehe ihn nicht. Wir haben hier nichts, ne? Ja. Das war auch Jurob da auf der Hand. Ja, dann machen wir den normalen Blockschlag. Warum Risiko gehen? Nachher triggert das hier noch irgendwie sowas. Aber ist ja hier kein Yu-Gi-Oh! Wir nehmen einen Preis. Ich nehme immer die schrägen Niederwasser. Jetzt kommt Flamara. Jetzt bin ich mal gespannt, weil der hat ja schon doppelt farblos evoliert sich von Feuer gehabt. Kriegt nochmal Feuer. 60. Entfernt eine. Aber ich bin tot. Okay, 60 Schadenspunkte, das ist Mystic. Und sie natürlich einen Preis. Ja, Jurob logischerweise. Wie viel Schaden kann der nehmen? Du hast Bill gezogen, der kann 30, auch 60 nehmen. Das muss ich zum Beispiel mal überprüfen. Hat keine Resistenz. Okay, wir setzen mal Bill ein. Und heben mal 2 Karten vom Deck auf und ziehen Yugong. Bitte, bitte. Na, zweimal Psycho. Ja, das kommt doch Apollo entgegen, ne? Traumfresser mit 50. Das finde ich doch schon mal super. Dann machen wir jetzt mal 20 Schaden hier. Und
dann bin ich mal gespannt, ob er noch eine Feuerkarte hat, aber wahrscheinlich schon. Ja. Dann macht er wieder 60 Schaden. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Keine Resistenz drauf. Das heißt natürlich der Tod. Jetzt holt er auf. Flamara hat uns heiß erwischt. Das heißt, passt jetzt hier nicht. Dann setzen wir Apollo ein. Traumfresser geht... Oh Gott, jetzt bin ich, glaube ich... Du kannst den Angriff nur dann ansetzen, das verteilen, die Pokémon schlafen ist. Dann schläfern wir ihn erstmal ein. Das geht ja schon mal definitiv. So. Er schläft weiter. Heißt, er kann nicht angreifen. Kriegt aber wahrscheinlich einmal Feuer. Nein, er setzt erstmal Vulcano auf die Bank und beendet den Zug. Bitte nicht aufwachen, das wäre wieder so mistig. Glück gehabt. 50 Schaden reicht auf den Punkt genau. So. Hyperheiler braucht man nicht. So, der braucht aber Psycho hier. Und setzt Traumfresser ein. Das heißt, es zieht echt 50 ab. Das ist ja wieder zu gut gelangt gerade hier. Zu gut gegangen, wollte ich sagen. Flamara ist kampfunfähig, wir nehmen einen Preis an uns. Das könnte echt... Das könnte echt ein Sieg werden. Boah, Vulcano hat schon alleine 60. Die Weiterentwicklung. Boah, wie hieß die denn nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Beendet den Zug. Wenn wir ihn wieder den Schlag wieder durchgehalten bekommen, dann könnte das eng für ihn werden. Auf gut Glück. Also Hypnose, das klappt. Darf er gleich angreifen, ja oder nein? Nein. Schritt 1 gelungen. Kein Hyperheiler. Kein Tausch. Alles gut. So, Schritt 2. Wir brauchen wieder Zahl. Ja! Das müsste uns eigentlich gar nicht mitnehmen zu sein, weil der muss noch zwei Pokémon besiegen, wir nur eins. Gut, Turtok brauchen wir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mehr so sehr, wobei wir haben Schildock natürlich. Aber jetzt ziehen wir im 50 ab, er hat 60, warum hat er denn 60? Na gut, hat ja Apollo auch, aber Apollo ist eine Weiterentwicklung, Vulcano nicht. Jetzt wird er wahrscheinlich aufwachen. Nein, immer noch nicht. Der kann immer noch nicht angreifen. Das ist ja... Geil ist das ja. Vulpix riecht Feuerenergie. Ich habe schon überlegt, wie ich hin und her tauschen muss. Wenn das jetzt auch noch bei Zahl bleibt, bleibt es. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Nochmal. Wir haben gewonnen. Sieg. Das ist das, was erfolgreich ist und was mich freut. Achtung. Und. Hey, Vulcano ist kampfunfähig. Wir nehmen den Preis. Diesen da. Und wir haben alle Preise gewonnen. Die Entscheidung. Sieg. 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 Du hast das Duell mit Kevin gewonnen. Wow, ich habe verloren. Diese Boosterpackung gehört dir. Stimmt, so bekam man neue Pokémon-Karten. Und zwar die Kolosseum-Karte. Eine Boosterpackung Kolosseum. Vor Ort überprüft die Karten in der Boosterpackung. Wir haben ein Kangama, ein Magma. Ein Jurob, ein Glutexo, genau so hieß der vor Glurak. Pikachu, Glumanda, Tangela, Abra, Macholo und noch eine Feuerenergie, das ist super. Sehr schön. Und eine weitere Boosterpackung Kolosseum, das ist auch gut. Was haben wir diesmal? Magneton. Ein Defender, das verringert Schaden. Ein Kadabra. Nidorino, das war die männliche Form, glaube ich. Mauzi, Goldini, Glumanda, Dicta, auch ein schönes Pokémon. Ponita und wieder Feuerenergie. Lass uns noch einmal spielen. Bis später. Ja, bis später ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Die Folge ging jetzt 25 Minuten. Ich danke euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der vierten, im vierten Part. Also in 2 Tagen wieder hier auf Zeraki MP. Ich danke euch fürs Zusehen, Zuschauen, was auch immer. Euer Fortuna 1895. Ciao.